Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Adventure Minecraft in Adventurecraft-Modus. In der letzten Folge haben wir versucht, den Vulkanausbruch zu entkommen, haben es leider nicht geschafft, sondern sind kurz vorm Ende draufgegangen. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wieso ich hier ohne Sichtfeld, also ohne Schildschwert und den ganz anderen Kram aufnehme. Denn hier ist so ein kleiner Error. Irgendwas, die Feuermobs, die wollen irgendwie nicht. Und um diesen hässlichen Error nicht im Bild zu haben, habe ich das einfach ausgestellt und wie das da steht, denke ich jetzt mal, dass wir keine Feiermobs haben. Ich muss erst mal gucken, was passiert hier? Ey, hier spielt alles verrückt, ne? Ich gehe mal weiter. Ich weiß nicht, was jetzt alles... Ah, doch. Okay, es geht noch. Ich dachte schon. Ich hatte schon Panik, dass ich alles noch von euch spielen konnte und da bis hierhin laufen kann. Das geht also. Dann müssen wir jetzt einfach nur hier entkommen. Ohne Mobs. Das juckt mich aber nicht. Wir laufen einfach weiter. Seht ihr hier alle Mobs kaputt? Wir müssen einfach nur entkommen. Ohne Mobs. Das ist dann wohl ein Kinderspiel. Da fuck. Mobs sind da. Und wir sind tot. Sollten jedoch tot sein. Nee, wir sind nicht tot. Bumerang nehmen wie letztes Mal und entkommen. Einfach die ganzen Mobs jetzt so komisch paralysieren und abhauen. Das ist das Einzige, was uns jetzt noch hier retten kann. Ach, die Spinnen! Ah, doch nicht. Oh Gott, das leckt. Wir sind tot. Einfach laufen. Ich laufe jetzt einfach vorbei. Dann packe ich das schon. Jetzt kommen hier noch wieder zwei Spinnen. Glaube ich. Ich glaube, hier kommen zwei Spinnen. Nee, doch nicht. Die Spinnen waren weg, okay? Wir haben auch keinen Armer. Hier schafft. Und hier ist mal wieder kein Ton. Wie sonst immer. Da geht alles hoch. Wir haben gewonnen. Ey, 30 Sekunden. Ich will gucken, wie das alles geil kaputt geht. Ich glaube, ich sollte aber hier dann mal lieber vorbei gehen. Hier, ich gehe mal aus dem ganzen Gebiet hier raus. Bevor wir noch kaputt gehen. So. Da passiert bestimmt irgendwas Cooles und wir würden das verpassen. Komm schon, mach Bumm. Bitte. 5, 4, 3, 2, 1. Die wollen mich auch fett verarschen, Mann. Und was ist jetzt los? Geht das weg? Geht diese Sicht auch mal weg? Oder bleibt jetzt für immer? Das ist ein bisschen scheiße. Ich glaube, wir hätten weiterrennen sollen. Ich beende einfach mal hier kurz das Aufnahmeding. Wir sehen uns gleich wieder. Auf komische Art und Weise wurde ich hier wieder gespawnt. Ich versuche jetzt mal irgendwie dieses Kackding hier wegzubekommen. Ich schlurf einfach mal hier ins Wasser rein. Und der Error ist auch wieder da. Keine Ahnung wieso. Ich dachte, das fliegt jetzt voll in die Luft und wir wären nur dadurch drauf gegangen. Ich spring einfach mal hier rein. Das müsste es ja eigentlich nicht wegmachen. Ich beende hier nochmal ganz kurz und probiere es irgendwie anders wegzubekommen. Okay, ich habe es wieder hinbekommen. Wir sind wieder im Vulkan. Und müssen einfach nur laufen. Und der Error ist zwar immer noch da, aber wir laufen einfach. Wenn es immer noch nicht klappt, dann habe ich halt gelitten und muss das ganze Spiel nochmal von neu machen. Okay, Navi ruft schon wieder, dass sie hier wie voll am kaputt gehen, wenn man nicht sterben will. Okay, und wir sind tot. Bitte lass es nicht... Okay, es ist nicht so hässlich wieder, wie gerade eben. Und alles ist normal. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Und laufen dann einfach weiter. Egal wohin. Ja, ich weiß, dass der kaputt geht. Und wir werden jetzt auch fliehen. Hier kommen Spinnen. Und wir schaffen das hier. Diesmal ist, glaube ich, noch alles normal.
Hoffe ich doch mal. Ich bin tot. Das geht gar nicht klar. Ich muss ja irgendwie durchwaschen. Anders kann ich das nicht schaffen. So, jetzt gibt es auch Fressen mit dem Bogen. Ich halte mir mit dem Bogen auf Abstand und dann schaffe ich das. Ich pack das. Ach, die Spinne kommt natürlich hinterher. Ich mach das einfach so wie gerade eben. Das war ein Skillshot. Und da werden sie zu früh wiederbelebt. Wenn sie wiederbelebt werden, muss ich fressen. Weil sonst tun sie mir ja weh. So, hier sind wieder zwei Spinnen. So packe ich das. Einfach wieder auf die drauf werfen. Bam. Alles noch normal, so wie gehabt. So wie es am Anfang war. Jetzt müssten da auch noch Spinnen. Ja. Alles so wie im... Keine Spinnen, aber davon zwei. Da fuck, da fuck, da fuck, da fuck. Bitte nicht. Ja, ich weiß, dass ich die Ocarina an... Ja. Wir haben es geschafft. Ohne das nochmal neu machen zu müssen. Der Vulkan bricht aus. Und ich habe keine Stoppuhr gemacht. Also habe ich... The Temple of Ice. What the fuck is the Temple of Ice? Ah, Temple of Ice da hinten. Ich weiß, wo der ist. Und wir haben noch keine Ocarina, also... Die Ocarina mussten wir, glaube ich, auch gar nicht bekommen. Temple of Ice, hier lang war es, glaube ich. Wir sollten erstmal irgendwas essen. Wir haben noch einen Apfel. Und sonst haben wir nichts, ne? Kann ich das essen? Nee. War ja auch klar. So. Dann sollten wir jetzt wohl nach... Hier. Ich denke mal nach hier. Und dann sollten wir rechts runter. Und dann sollte ich gleich auch mal irgendwie... Einfach nach Gedanken, so wie ich denke, das Ding einfach beenden, vielmehr die Aufnahme beenden, denn sonst wird das hier wieder viel zu lang und da werden wir zwei Parts draußen, das wäre ein bisschen kacke. Oder es wird einfach ein 20-Minuten-Part, da ich das nicht richtig abschätzen kann. Und da ich jetzt auch nicht weiß, wo ich hier lang muss, beziehungsweise von wo ich gekommen bin, habe ich noch ein kleines Problem. Hä? Muss ich jetzt hier lang? Ich gehe einfach mal da lang. Dann gehe ich da vorne raus und schaue dann, wo es weitergeht. Weil ich glaube, von hier war doch dieser andere komische Weg. Nee, davon ist noch ein Ausgang. Okay, da habe ich mich schon vertan. So. Dum, 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 dum. Wieder eine Musik, das finde ich schon mal krass. Finde ich geil, finde ich gut. Da kann ich nicht rüber, das wusste ich ja vom letzten Mal, aber ich habe nicht dran gedacht. Und nun, wo müssen wir nun hin? Nach da hinten oder nach da wieder? Ich steck wieder nach da zurück, aber da ist auch noch etwas. Aber ich denke, da können wir noch gar nicht hin, weil da ist ja nichts. Das hat gerade wieder geleckt und hier sind Hunde, die haben hoffentlich Scherzen für uns. Voll krass. Aber das verschwendet viel Energie, das brauchen wir gleich noch. Denn Creeper sind hier wohl keine in der Nähe. So. Jetzt können wir zurückgehen. Wenn es nicht so laggen würde. Sehe ich das da gerade richtig? Die Scheiße ist verschlossen. Alles ist wieder verschlossen. Ja, bestimmt, weil ich gerade eben... Ich habe gerade eben alles neu geladen, damit... Ja. Alles wurde jetzt nochmal zurückgesetzt. Aber das macht ja nichts. Wir haben die ganze Kacke, die wir brauchen. Und ich werde hier jetzt einfach... Ja, ich weiß! Da war ich schon!
Wolf, jetzt geh mir nicht auf den Sack, ich muss mir hier Schlüssel cheaten. So, wo ist denn der Schlüssel? Ich lasse einfach so lange im Inventar, bis wir einen normalen Schlüssel finden, dann tue ich ihn weg. So. Hier ist wieder coole Musik. Und wir können weiter. Wir müssen nach hier. Und das leckt mal wieder. Irgendwie ist das jetzt ein bisschen buggy seit dieser Geschichte da mit dem komischen Ding. Mit diesen komischen Glitch-Bug-Dingen. Ist alles ein bisschen buggy jetzt geworden. Aber das macht uns ja nichts. Wir spielen einfach weiter. Und töten diesen Wolf da hinten. One hit. Wieso hat er mir nicht wehgetan? Naja, eigentlich gut, dass er mir nicht wehgetan hat, würde ich mal sagen. So, wetten, es kommt auch nochmal was? Nee, wenn wir zurückgehen, kommt er wieder so, wird das hier wieder gezeigt. So. Jetzt sollten wir hier irgendwo lang können. Oder? Oder muss ich nochmal weiter zurück? Ich geh jetzt erst hier gucken. Shop. Ah, der Tingle ist wieder da. Tingle? Nee, Herze. Doch, kostet nur eins. Das brauchen wir. Ach, ich sage es am besten nichts. So. Haben wir unser Geld wieder geholt, das wir verschwendet haben? Und können auch jetzt weitergehen. So, ist hier jetzt der Tempel? Ich hoffe mal. Denn wenn nicht, finde ich das ein bisschen scheiße. Denn dann werden wir hier umsonst hingelaufen. Das sieht aber schon mal schon nach Tempel aus. Ja. Ja, ich... Ja, hier die Eisfeuerroute da. Wie ist der? Geht doch. Wieso steht aber, you must not use the Ocarina? Ich hab's noch ja nicht. Dungeon 6. Das Dungeon sieht doch schon mal geil aus. Oh Gott. Hallo? So, da vorne ist schon mal eine Truhe. Aber bevor wir das Dungeon betreten, beende ich hier den Part. Bis zum nächsten Mal. Euer